You might wonder what. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Vor allen Dingen 5.4.1940. Digga, Kevin. Ach man, Kevin. Das ist jetzt unvorteilhaft. Mann. Okay. Also, folgendes Szenario, folgende Geschichte. Geschichten aus dem Paulanergarten. Nein, ich kann die, egal was Sascha jetzt erzählt, ich kann die Geschichte backen. Ich verlange ja nicht, nur weil ich Deutschlands größter Streamer bin, dass jeder Hans und Franz mich zu jedem Event einladen muss. Ich kenne diesen Ange-Forz. Kenn ich nicht. Der heißt Angeschrien, Bro. Tanzverbot redet mit Affen. Stonk, stonki stonk, stonk, bongi bongi bonk, donki di donki di donk, stonki stonki stonk, stonk. Okay, Bro. Donk 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 donk. Weißt du, die machen sowas, weißt du? Chilliger Stream, Henke. Komm, scheiß auf ihn. Hey, was? Nee, alles gut, Mann. Sascha ermittelt den Fall. War der Kuss zwischen Revier und Trief dicht? So war. Ey, Digga, ich werd sich los. Darauf erstmal lütten, Alter. Ich glaub, ungefähr die Perspektive. Man hat hier Sebastian gesehen. Ich bin jetzt Antonia. Bruder, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Dieser Kuss war nicht echt. Wir haben das Ergebnis. Es war fake. Zuschauerpack. Was fake? Was fake? Was fake? Lächerlich, gönnt doch. Good opening by Nova. Ich präsentiere einfach meinen Chat so. Nein, ich hasse euch so, ne? Boah, Mashallah, gucke mal. Ui. Die Wohnung ist nice, ich traue mich gar nichts an. Nee, ich will das gar nicht aufrufen, am Ende ist das irgendein Scam-Link. Was ist denn das? Oh nein! So lost, wenn man gerickrollt wird. Johann Weid S. aus Berlin. Johann weiß es. Wie hieß der? Johann Weid. Der hieß John, aber auch gut gelesen. Fand ich nice. Ist so dünn, das AirPod, iPod, MacBook. Mann! AirPad, iPad, iPad Air. iPad Air. Danke, Chef. Mein Lieblings... Digga, ganz ehrlich, in letzter Zeit habe ich das sehr, sehr oft... dass mein Gehirn, dass das einfach nicht mehr so hinterherkommt, wie das mal gewesen ist. Oh nein, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Bestimmt am ganzen Bonkiffen mit Papa Platte. Das heißt, die 19 ist auch groß. Ist auch groß. Das lassen wir dann. Was nehme ich noch? Was nehme ich noch? Was nehme ich noch? Hast du eine Lieblingszahl? Chef, alles gut bei dir? Same action mit der Zeit, mir wurden, also mir selber wurde echt übel viel, genau. Ich find's auch schön. Chillig, danke, Danny. Schön, dass ich einfach mir Zeit nehme, um über die wirklich wichtigen Sachen im Reden zu leben und einfach mal Statements und Facts rauszuhauen. Es heißt, im Leben zu kleben. So. Vor mir. Oh Mann, dieses Timing immer. Wer ist das? Du hast mich gerade eben Bruder genannt. Ob ich dich Bruder genannt habe? Das sagt mein Chat. Wer ist das? Wer war das? Ich hab gar nichts gesagt. Mann! Komm, zeig mir deine Taube. Oh mein Gott, das war falsch. Ich bin wieder da. Welcome back. Okay. Mal noch kurz scheißen. Okay. Wie ich Sascha finde, finde den sehr nett, sehr sympathisch. Okay, habe ich noch nie von mir, also das hat noch nie irgendwer über mich gesagt. Er ist ein richtig guter Kumpel. Ah, Digga, ganz ehrlich, momentan läuft es aber auch hierbei keinen. Wir kriegen alle durchgehend auf die Fresse. Durchgehend, Chat. Best, but you don't succeed. Ich kann euch nur eine Sache sagen. Ich kann euch da zu diesem Thema nur eine Sache sagen. Sag's uns. Erstmal
ganzes Setup von Revi zerstören. Oh mein Gott, ich bin schon wieder gegen diesen Button gekommen. Was hat der Wichser gemacht? Sind doch noch um da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ey, Junge, what the fuck? Wie respektlos! Ob du das schon geguckt hast. Digga, was für... Ey! Bro! Bro, warum? Ich gönn ihm hier das Studio. Überprofessionell. Und der macht alles kaputt. Der hat einfach alles kaputt gemacht. Hä? Ehrenlos, Kevin. Wie schade von dir. Darauf rufe ich erstmal Herrn Anwalt an oder Herr Solmecke. Direkt, der wird direkt eine Anzeige gestellt. Best of Discord-Zaun. Digga, wie oft gibt's diese Clips noch? Hallo? Lol. Oh nein. Wobei, eigentlich fronte ich gar nicht so viel. Front halt nur Sascha so. Kochstream mit Nova. Mit wem? Wer ist Nova? Oh, Alge, jetzt kommt Knossi. Ich würde aber schon sagen, dass ich mich gerade verändere auf jeden Fall, ja. Aber eher ins Positive. Was? Du veränderst dich ins Positive? Also, Diggi, ich kenne Kevin jetzt seit 8, 9 Monaten. Ja, seit 6. Vielleicht 7? 7 Jahre? 6 Jahre? Ja. Und Kevin ist schon immer scheiße gewesen. Und es wird halt mit jedem Tag schlimmer. Ich werde viel selbstsicherer mit mir als Person. Warum? Mit meinem optischen Erscheinungsbild. Warum? Mit meinen Streams. I don't know. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich mich... Ah, ich hab einen Krampf im Arm. Ah. Oh, wenn ich das nächste Mal sehe, da hau ich dem so eine rein. Fuck. Ah, okay, doch nicht ins Positive. Ich werde ein dummer Sohn. Fuck. Ja, werden. Ach, Gott. Wenn Agatha nicht mehr zaubert. Dass du dich nicht schämst, dass du hier so schwitzt. Ich bin... Oh mein Gott, ich hab... Hä, was ist das für ein Game? Kochen? Ich hab bei einem anderen hingeguckt. Ich hab mein Ding ganz rausgeworfen. Ey, Mann. Agatha muss wohl doch bleiben. Ist das Monte? Ich dachte gerade Monte tanzt. Mario Party? Hast du das Video gesehen, wo Justin dein Merch auf dein Merch reactet? Ne, hab ich nicht. Hat er mal auf dein Merch reactet? Als ob. You got jebaited. You got jebaited. Ja, den hat uns gestern so voll leckere Donuts mitgebracht. Die sind komplett vegan. Egal. Mir meine ich. Was ist denn daran schlimm? Kevin, also ich kann es jetzt offen sagen. Kevin hat ja eine Freundin. Und Kevin kifft auch jeden Tag Bong. Kann ich euch so erzählen, Chat. Kevin hat eine Freundin, seit 2 Monaten, die euch verheimlicht. Und Kevin kickt jeden Tag die Bong. Das ist klar. Was denkt ihr denn, warum der immer so drauf ist? Ich erzähl doch keine Lügen über den. Als würde ich lügen. Kevin hat eine Freundin, seit 2 Monaten. Maria heißt sie. Und die hat ihm halt auch zum Kiffen wiedergebracht. Und die ist halt die ganze Zeit zu Hause. Und wo ich letztes Mal da war, war die auch da. Ich weiß doch, also... Kann man doch erzählen. Ist doch nicht schlimm, klar. Also, ich war alleine zu Hause halt. Stimmt nicht, du hast Bon gekifft mit Maria. Das war auf deiner rechten Schulter. Da, Maria, Blondine. Schönes Mädchen. Ist zwar erst 14, aber... Das ist meins. Und die Benzos. Das ist mein Haar. Guck, Sonne lacht. Bitte Merkel, mach Spielhalle auf. Ja. Hallo Merkel. Oh nein. Du sollst auf echt aufpassen, dass ich da nicht emotional werde. Mhm. Scheiße, der arme Alter. Das war auch so geil beim Event, sagt Monte einfach, kann mich jemand Hotspot machen? Ich so, warum? Der so, ja, ich würde noch auf den 50er Umdrehung am Handy spielen. Ich so, ah, yo. Hier in der Brust. Ich bin's wieder, euer Coach Kork. Nein. Was glaubt ihr, warum Kevin gerade so viel trainiert? Maria hat sich halt beschwert, hat gesagt, Kevin, ich finde, du hast ein bisschen zugenommen. Ich fände es nice, wenn du ein bisschen was für deinen Körper machen würdest. Und da ist Kevin jetzt dran. Kevin ist jetzt dran und macht jetzt wegen Maria so ein bisschen Sport. Finde ich zwar schade, dass die erst seit 2 Monaten, aber gut.
einfach besser, Bruder. Ich bin einfach besser. Ja? Ja. Ah, Junge! Marcel Eris, deutsche Sniper! Mein Gott! Ich bin der Allerbeste! So nennt mich. Oh, guck mal, der Kaido. Oh.